Endstation Gary Weber Stadion, so heißt es heute. DVV-Pokal-Halbfinale Schweriner Sportclub gegen den VC Wiesbaden. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Die Arena in Schwerin, die ist großartig gefüllt. Kurz vor Silvester hat die DVV noch einen richtigen Kracher parat. Halbfinale, der letzte Schritt bis zum Finale nach Halle. Der soll heute hier genommen werden für den Schweriner SC. Die Vorlage haben sie ja gegeben. Knapp eine Woche ist es her, da gewann der Schweriner Sportclub hier zu Hause gegen den VC Wiesbaden 3:0. Das soll heute möglichst wieder der Fall sein. Aber die Vorzeichen sind etwas anders als letzte Woche. Wiesbaden kommt mit einem Sieg aus Aachen, haben große Moral bewiesen, haben in dieser Halle bestanden, wo es schwer ist zu bestehen. Schwerin verlor nach 2-0-Führung 2-3 in Suhl und kommt mit einem kleinen Handicap hierher nach Schwerin zurück. Und die Wiesbadenerinnen, die haben sich etwas besser eingestellt. Sie sind sehr motiviert, haben ihre Hausaufgaben gemacht, so die Aussage vom Trainer. Und wie gut sie die gemacht haben, das schauen wir uns jetzt an. Schweriner Sportclub gegen den VC Wiesbaden. Gänsehaut-Atmosphäre in der Arena Schwerin. DVV-Pokal-Halbfinale
eine fast voll besetzte Arena in Schwerin ist aufgestanden für dieses Spiel, für diesen ersten Satz, für den ersten Punkt des Schweriner SCs. Und wir schauen hier in die Runde. Voll besetzte Arena, Julia Retzlaff wird das Spiel beginnen. Der Schweriner Trainer hatte für diese Kulisse einen gehobenen Daumen, mehr wollte er dazu gar nicht sagen. Und der Wiesbacher Trainer, der hat es am besten ausgedrückt, spricht von einem würdigen Rahmen. Und der erste Punkt für den Schweriner Sportclub durch Julia Retzlaff. Ivanovic kann den Ball nicht annehmen und Retzlaff darf erneut. Er werden sich vielleicht wundern, den Schweriner Sportclub im ersten Satz von dieser Seite aus zu sehen. Aber die Wiesbadener haben die Seitenwahl gewonnen und sich dafür entschieden. Und das zweite Punkt für Schwerin. Anne Beuys am Block. Julia Retzlaff. Der Ball vorbei, niemand ran, Punkt für Schwerin, 3-0. Schwerin beginnt gut mit dieser klasse Kulisse im Rücken und das ist ein klasse Ball, Julia Retzlaff. Und da gibt es die erste Auszeit von Wiesbaden. Ja, schlechter kann man ein Spiel nicht beginnen. Andreas Vollmer nimmt da die Auszeit, versucht ein bisschen den Druck von seinem Mädel zu nehmen. Er meinte selber, die Kulisse ist toll, es ist ein würdiger Rahmen hier heute für das Halbfinale. Aber er hat es auch schon größer erlebt, gerade in Aachen beim letzten Spiel, was Wiesbaden mit 3-2 gewinnen konnte. Haben sie mit einer noch größeren, noch einer besseren Kulisse zu kämpfen gehabt. Aber wenn die Arena die Lautstärke ansetzt, das muss man erstmal kompensieren. Jürgen Retzlaff. Und der Punkt, der Block von Hanke im Aus und der Punkt für Regi. Mit Sigan genannt, Regina Burchardt, Kapitän von Wiesbaden, 4-1. Guter Block von Osterloh. Burchardt und der Block von Berit Kaufeld. Nummer 1. Und Berit Kaufeld jetzt auch zur Angabe. Der Ball zu weit. 5-2. Burchardt zur Angabe. Was für ein Ball. Julia Thormann, da hatte schon die komplette Arena aufgejubelt. Aber der Punkt geht nach Wiesbaden. Martina Avistova hat den Ball nicht nur klasse gerettet, sondern direkt rüber gespielt und da war niemand mehr auf Schweriner Seite. 5-3. Burchardt. Jetzt die Chance für Schwerin.
Ja, der Ball fällt auf Wiesbadener Seite runter. Anne Beuys hatte den Ball geschlagen. 6-3. Und jetzt kommt Denise Hanke. Eine von zwei Mitsprungaufgaben beim Schweriner Sportclub. Ein Raunen geht durch die Halle, aber der Ball war zu weit. 6-4. Osterloh. Und der Punkt von Anna Beuys. 7-4. Und Anne Beuys, die zweite jetzt mit der Sprungaufgabe. Ah, nicht gut getroffen. Der Ball im Aus. Durch den Block durchgeschlagen. 8-4. Erste technische Auszeit. Ja, denn Beuys da auf Julia Rettler ein bisschen mehr kommunizieren, ein bisschen mehr reden auf dem Feld. Und dann auch die Anweisung vom Schiedsrichter, sie müssen aus diesem gekennzeichneten Bereich heraus bei der Auszeit. Das müssen die Wiesbadenerinnen ja auch gleich, auch da geht er hin. Konnten Sie ihn noch nicht sehen? Und weiter geht's. Anne Beuys. Ah, der Block immer aus von Brandt und Thormann. Punkt für Wiesbaden. Kuxewa. Ebenfalls Sprungaufgabe. Und der Punkt von Patricia Thormann. Da das Sosa noch an den Ball geht. 9-5. Anja Brandt. Der Ball für Brandt nicht mehr zu holen. Punkt für Wiesbaden durch Ivanovic. Kein richtig hart geschlagener Ball, aber überlegt. Das bringt den Punkt und Ivanovic jetzt auch mit dem Aufschlag. 9-6. Und Thormann ins Aus. 9-7. Ivanovic. Oh, Glück für Retzlaff, dass der Ball rüber geht. Und klasse Ball von Hanke auf Thormann. Die macht den Punkt zum 10-7 und kommt jetzt selbst zur Angabe. Oh, klasse Ball von Ivanovic.
Da stand kein Schweriner Block bereit und sie drückt den Ball einfach auf die Linie. 10-8. Guter Block von Denise Hanke. Gegen Ivanovic. 11-8. Julia Retzlaff. Und der Punkt für Schwerin durch Bernd Kaufeld. Die wusste jetzt gar nicht, wo der Ball ist. Dreht sich einmal um die eigene Achse und kann dann freudig feststellen, der Ball liegt auf Wiesbadener Seite. Punkt für Schwerin. 12-8. Und Ivanovic wieder stark, wieder mit Übersicht gespielt. 12-9. Martina Vistova. Und der Punkt von Bernd Kaufeld. Als in 12 und wieder Bernd Kaufeld. Guter Block. Und der Punkt durch Anne Beuys trotz des nicht so gelungenen Zuspiels von Denise Hanke. 14-9. Und wieder Auszeit durch Wiesbaden. Der Trainer nimmt sich dem Kapitän vor, Regina Burchardt. Soll die Mannschaft führen auf der Platte. Aber es sind Kleinigkeiten, die man jetzt feiern muss. Das ist ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Das etwas bessere Spiel momentan vom Schweriner SC. Begleitet von der Torhüterkulisse hier in der Arena am Lambrechtsbrunnen. Bernd Kaufeld. Das war ein klasse Ball von Osterloh. Kurze Variante, da hat Schwerin Schwierigkeiten mit. Das war auch schon vor einer Woche so. Burcher. Ah, interessanter Ball von Dormann, etwas zu weich. Burchard mit der guten Angabe. Deswegen jetzt auch die Verlagerung der Schweriner Spielerin auf diese Seite. Wieder auf Anne Beuys gespielt. Aber die will es jetzt gleich wieder gut machen. Gut gerettet von de Sosa und die Chance. Und da war jemand dran. Ja, Schweriner sagen, das war nicht der Fall, aber so habe ich es auch gesehen. Punkt geht nach Wiesbaden. Da stand der Block eigentlich schon da für Ivanovic, aber er streift den Ball bloß. 14-12. Und der Ball passt. 14-13, das Ass von Ivanovic. Von Burchardt. Natürlich, Entschuldigung. Regina Burchardt, die Kapitänin vom VfL Wiesbaden. Diesmal besser von Beuys. Und der Ball von Thormann.
Schön gelegt, aber kam der Block schon wieder runter, konnte ihn dementsprechend nicht wieder übers Netz drücken, den Ball. 15-13. Und jetzt erneut Denise Hanke. Ah, der Ball im Aus. Mit viel Risiko. Dieser Ball, das haben wir in letzter Zeit öfter gesehen. Und das hat oft Gefahr gebracht. Diesmal ist der Ball jetzt ausgegangen. Ist mit mehr Risiko gespielt. Da kann auch mehr schief gehen. 15-14. Julia Osterloh. Und der Punkt für Schwerin SC durch Anja Brandt. Und jetzt gibt es die zweite technische Auszeit. Ja, ist das Mut machen, was der Wiesbacher Trainer da macht. Die Mannschaft ist wieder dran. 16-14. Das ist kein Abstand im Volleyball. Boys. Und der Punkt vom Ass. 17-14. Wichtiger Punkt für Schwerin, nach der technischen Auszeit direkt wieder im Spiel zu sein. Wieder Boys. Wieder gefährlicher Ball. Boys rettet ihn. Retzlaff. Und Ivanovic wieder mit sehr viel Übersicht gespielt. Guck's aber. Auch der passt. Auch da haben sich die Sperrinerinnen wieder verschätzt. Über Retzlaff in dem Fall. 17-16. Ball von Retzlaff. Und der Ball im Aus von Pizzinato. Julia Anja Brandt. Das Netz wackelt, gibt nichts von den Schiedsrichtern. Und Julia Retzlaff scheitert am Block. 18-17. Und jetzt sehen wir etwas, was wir in den letzten Spielen öfter gesehen haben. Wir können das jetzt nicht lehnen, liebe Zuschauer. Da haben sich bereit gemacht Tanja Joachim und Crystal Estelle. Das hat gegen Wiesbaden geholfen in der Bundesliga. Aber wir sind nicht in der Bundesliga, wir sind im Pokal. Und der hat bekanntlich seine eigene Gesetze und Jürgen Retzlaff mit dem Punkt.
19:17. Und jetzt kommt Tanja Joachim für Patricia Thormann und Kristen Estelle für Denise Hanke. So rumgewechselt, damit Crystal ihre Stärke ausspielen kann am Netz und Tanja fürs Zuspiel. Und sie soll jetzt auch gleich die Angabe machen. Und jetzt geht's weiter. Ja, das ist gut für Tanja Joachim. Das wird ihr Mut bringen. Der Punkt von Berit Kaufeld am Netz. Aber die gute Angabe war die Grundlage dafür. Und Banovic geht jetzt aus dem Spiel. Und Steffi Lehmann nimmt ihren Platz ein. Und der direkte Punkt von Tanja Joachim. 20:17, ich kann es gar nicht richtig fassen. Und da klopft sich selbst der Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns auf die Schenkel. Was für ein Ereignis, Erwin Sellering, bekannt als großer Fan des SSC, ist auch hier. Gut gerettet von Lisa Thomsen. Erneut Retzlaff. Jetzt Wiesbaden. Und Burchardt mit dem Punkt. Der Block von Estelle und Kaufeld nicht gut gestellt. Pesinato. Der Punkt geht nach Wiesbaden. War nicht genau zu erkennen, was da los war. Die Schiedsrichter waren sich aber einig. Pesinato erneut. Retzlaff mit Schwierigkeiten bei der Annahme. Estelle steht Joachim hier im Weg. Und der Punkt durch Burchardt. 21:20. Und jetzt gibt es den Wechsel zurück. Tanja Joachim. Geht wieder aus dem Spiel. Dafür kommt Patricia Thormann jetzt wieder. Und Denise Hanke darf nicht wechseln. Sie muss draußen bleiben für Crystal Estelle. So die Ansage der Schiedsrichter. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt fehlt die Zuspielerin beim Schweriner Sportclub. Estelle macht das. Und Retzlaff scheitert am Block und jetzt gibt es den Wechsel. Estelle geht aus dem Spiel und Denise Hanke kommt. Und jetzt gibt es, ne, keine Auszeit. Sah für einen kurzen Moment so aus, dass der Schiedsrichter da angezeigt hat. Und der Handsprecher fordert die Schweriner Arena. Es wird knapp, eng, spannend. Pesinato. Beuys mit Problemen bei der Annahme. Retzlaff. Gut gemacht. Jetzt die Chance für Schwerin. Klasse von Hanke. Ja, was ihr könnt, das kann ich schon lange. So die scheinbare Aussage von Denise Hanke. 22:21. Julia Retzlaff. Nasser Arzog für Jubel hier. Ja. 21:21, Julia Retzlaff. Ja. Osterloh mit dem guten Ball. Thormann keine Chance, dahin zu kommen. 23:22.
Und bei Schwerin macht sich der nächste Wechsel klar. Hakuta soll gleich kommen, die kleine Japanerin. Und Berat Kaufeld. Eben gepunktet hat, soll jetzt raus. Der Satzball für den Schwerin SC. Aufschlagen zum Satzgewinn wird jetzt Hiroko Hakuta. Und was für ein Jubel in der Schwerin Arena. Der Schwerin SC gewinnt den ersten Satz mit 25 zu 22. Die Arena Schwerin erhebt sich wieder. Zweiter Satz, Schweriner Sportclub gegen den VfL Wiesbaden. 1-0 nach Sätzen für den Schweriner SC. Und Berat Kaufeld mit der ersten Chance auf den Punkt. Und guter Ball und der erste Punkt im zweiten Satz geht nach Wiesbaden. Kuseva hat den Ball damit sehr viel über sich, über den Block rübergelegt. Dieser Tumpf dahinter kommt nicht an den Ball. Martina Vistova. An sich gute Angabe, aber auch klasse gelöst von Schwerin. Berat Kaufeld mit dem Punkt zum 1:1. Unter den Augen der Bürgermeisterin Angelika Gramko. Außer hier heute zum Pokalhalbfinale. Der Wallemaus von Anne Beuys 1:2. Der Ball von Anja Brand im Netz, 1:3. Aber war die Voraussetzung diesmal besser. Gute Annahme von Anne Beuys. Aber Regina Borchardt darf noch einmal. Der Block von Wiesbaden steht, aber der Ball immer aus. Punkt für Schwerin, 2:3. Und jetzt Denise Hanke mit der Sprungaufgabe. Oh, das Sosa mit Schwierigkeiten bei der Annahme. Guter Ball von Burchardt und der Punkt letztendlich von Ivanovic. 3:3. Da sind die Wiesbadener momentan etwas mehr auf Zack. Das macht momentan den Unterschied. Und da hört man sogar den einen oder anderen mitgereisten Wiesbadener Fan. Ein Tag vor Silvester ist man hier mitgereist nach Schwerin. Das ist auch eine wahnsinnige Strecke aus der hessischen Landeshauptstadt. Aber man wird belohnt. 2:5 aus der Sicht des Schweriner Sportclubs. Machen hier bisher ein gutes Spiel. Osterloh.
Auch wenn der erste Satz verloren ging. Anna Beuys jetzt erfolgreich, der Block nicht geschlossen auf Wiesbadener Seite. Ja, auch wenn der erste Satz verloren ging für Wiesbaden, das ist gar nicht so schlimm. Erstens muss man 3 Sätze gewinnen, um ein Spiel zu gewinnen. Das musste der Schweriner Sportclub gerade erst in Suhl schmerzlich erfahren, als man 2-0 vorne lag und dann das Spiel noch abgab. Oh, sehr gut gespielt. Da ist Platz für Tormann. Der Ball noch nicht weg. De Sosa hat ihn gut gerettet. Kusewa spielt den Ball rüber. Jetzt Schwerin mit Tormann. Punkt. Vier, fünf. Anne Beuys. Und der Ball ist drin von Julia Retzlaff. So sagt der Linienrichter. Und der Ausgleich. 5-5. Der Ball ist immer aus. Der Beweis, Denise Hanke, gutes Auge. Und so schnell kann es gehen. 5-2 Führung war für Wiesbaden. Ist jetzt dahin. Und 6 jetzt 6-6. Nachdem der Ball von Anne Beuys ins Haus geht. Guck's aber. Ah, das war nicht optimal. Und Anne Beuys geht hin. Ich glaube, das war gar nicht notwendig. Den hatte sie nicht ideal getroffen. Hatte nicht gut hochgeworfen, war schon zu weit. Nicht gut getroffen den Ball. Trotzdem der Punkt. Jetzt sind genau die andere Richtung und auch zu weit. 7-7. Das ist jetzt natürlich nicht hochklassig, aber sehr spannend. Anja Brandt. Und der Ball ist weg. Patricia Tormann mit dem Block. Technische Auszeit. Acht-sieben führt der Schweriner Sportclub. Mal schauen, welcher Trainer jetzt seiner Mannschaft den entscheidenden Stoß geben kann. Weil so ein zweiter Satz kann auch schon vorentscheidend wirken. Sollte der Schweriner Sportclub auch diesen unter Dach und Fach bringen können. Denn ich glaube nicht, dass man sich vor heimischem Publikum noch einmal die Butter vom Brot nehmen lässt, wie es in Suhl passiert ist. Pass von Anja Brandt. Und ich denke, da sieht man doch klar, woran der Schweriner Sportclub gearbeitet hat, im Gegensatz zur letzten Saison. Deutlich mehr direkte Angaben, die zu punkten werden, gefährlichere Angaben. Und der Punkt von Pisinato. Hat den Block mit angespielt. 8-9 aus der Sicht von Wiesbaden. Ivanovic.
Schlechtes Zuspiel von Hanke. Daraus konnte Kaufeld dann nicht mehr viel machen. 9-9. Der Ball ist ebenfalls drin und damit die Führung für Wiesbaden. 10-9. Und Patricia Thormann mit dem 10-10. Pesinato mit dem Longline-Ball. Genau ins Feld gespielt. Haben unglaubliches Zielwasser getrunken heute, die Wiesbadenerin. Knappe Bälle en masse. 11-10. Klasse von Anne Beuys. Mit viel Schwung, viel Übersicht hat sie sich die Lücke ganz genau ausgeguckt. 11-11. Retzler. Den bekommt Retzler nicht mehr. 12-11 die Führung für Wiesbaden. Und Vistova geht jetzt aus dem Spiel und zur Angabe soll sie Lucia Kaiser ersetzen. Von Ratzlaff, Kaufeld. 12-12. Gerrit Kaufeld. Ah, der Block von Hanke nicht geschlossen und Thormann kommt da nicht mehr zum Ball. 13-12. Wir gehen aber euch an. Und das ist der Punkt von Anja Brandt. Mit ein wenig Glück den Block mit angespielt. Aber das gehört dazu. 13-13. Denise Hanke. Und da gab es einen technischen Fehler, Doppelberührung. Auf Wiesbadener Seite, Führung für Schwerin, 14-13. Wiesbadener Trainer versucht Ruhe reinzubringen, versucht keine Aufregung aufkommen zu lassen. Schwierig bei solcher Atmosphäre. Und der Punkt von Ivanovic. 14-14.
Osterlo. Guter Block. Retzlaff aus dem Hinterfeld. Und Pesinato mit dem Block. 15-14 für Wiesbaden. Osterlo erneut. Patricia Thormann mit dem Punkt 15-15. Und jetzt Anne Beuys mit der Sprungaufgabe. Vielleicht ein Mittel, um führend in die technische Auszeit zu gehen. Nein, nicht genug Druck hinter. Und Denise Hanke kriegt den Ball nicht nach vorne. Zweite technische Auszeit. Ja, 16-15 die Führung für Wiesbaden. Sie hat nicht sehen können, das bringt ein Lächeln auf das Gesicht des Trainers von Wiesbaden. Inzwischen die Schwerinerinnen, Vordergrund Anja Brandt, die Instruktion von Andreas Renneberg bekommt, dem Co-Trainer. Gab es noch eine kurze Rotation von den Schiedsrichtern bezüglich der Spielerin des Springer Sportclubs, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Patricia Thormann kam nicht richtig hinter den Ball, kein gutes Zuspiel. Guter Block von Retzlaff. Ausgleich, 16-16. Anja Brandt. Und wieder der Punkt von Anja Brandt. Burchard kann den Ball nicht annehmen. Und eben jene geht nun noch aus dem Spiel. Steffi Lehmann kommt wieder. Der Block von Ivanovic gegen Thormann. 17-17. Ivanovic ja noch. Ins Netz. Das sollte natürlich möglichst nicht passieren in so einer Phase des Spiels. 18-17. Applaus
der Ball von Denis Hanke, die den Jubel unterlässt, weil jetzt da den Jubel unterlässt, weil ihre Gegenspielerin den Ball an den Kopf bekam. Gute Geste. Und Auszeit jetzt von Wiesbaden. Und die Aussage, die Annahme etwas mehr nach vorne zu gestalten, nicht so sehr nach oben. Patricia Thormann. Der Ball ist weg von Pizzinato. 2017. Und Burchard kommt jetzt zurück für Steffi Lehmann. Und auch Martina Vistova sehen wir jetzt wieder. Sie kommt für Lucia Kaiser. Klasse gerettet von Lisa Thomsen. Auch wenn jetzt die neue Chance für Wiesbaden da ist. Und der Punkt von Julia Retzlaff. Nach dem Anspiel von Berit Kaufeld. ...21:17 wieder Auszeit Wiesbaden. Ja, hau ordentlich drauf, will er wohl sagen. Zu Pizzinato. Mehr Kraft, mehr Leidenschaft. Über den Weg soll es jetzt scheinbar gehen bei Wiesbaden. Ganz klar zu sehen, welchen Weg die Schwerinerinnen nehmen wollen. Gehen übers Publikum. Das ist sehr gut heute. Und der Punkt von der Angabe weg. Burchard kriegt den Ball wieder nicht angenommen. 22:17. Patricia Thormann. Es wird wohl wieder auf Burkhard gehen, denke ich. Ah, ins Netz. Der Ball sollte in die Mitte reinfallen. Ich denke mal, das war die Ansage. Gelingt nicht. Micheli, Kumazella, Pizzinato. Schlechtes Zuspiel von Hanke. Retzlaff macht das Beste draus. Block von Retzlaff. Und der Ball im Aus von Ivanovic. Niemand dran. 23:18. Jetzt wird's deutlicher. Burchard macht den Punkt gegen den Schweriner Block. Retzlaff sollte da wohl ähnlich wie Thormann zuvor den Ball in die Mitte fallen lassen. Darauf waren die Wiesbadenerinnen aber diesmal deutlich besser vorbereitet. Vistova. Und Berit Kaufeld. Den hat die gar nicht so gewollt. Die wollte ihn einfach nur rüber zu bekommen, aber das hat genau gepasst. Und jetzt gibt es auch den Satzball für Schwerin. Und Hiroko Akuta kommt für die Angabe.
2:0 für den Schweriner Sportclub. Nachdem die Wiesbadenerin den Ball nicht zurückbekommt. 25:19. Die Arena ist da oben. 2:0 für den Schweriner Sportclub. Auf geht's in den dritten Satz. Beginnen mit Julia Rettler. Da war der Schweriner Block dran. Der Punkt geht nach Wiesbaden. Und sein. Ristova. Und der Punkt geht nach Schwerin. 1:1. Gerrit Kaufeld. Eine strenge Beobachtung von Janine Völker. Die Freude strahlend, die das Spiel mitverfolgt von ihren alten Kollegen. Letztes Jahr deutsche Meisterin mit dem Schweriner Sportclub, ist beruflich bzw. studiumbedingt zum VfC Parchim gewechselt. Spielt dort in der zweiten Volleyball-Bundesliga. Der Ball ist wieder rübergegangen. Und Borchardt mit dem Punkt. Er hat aber genau zwischengepasst zwischen Anna Beuys und Berit Kaufeld. 1:2. Anja Brandt mit dem Cross-Schlag. Kräftig, resolut. Genauso muss man auftreten, genauso punktet man. Denise Hanke. Ah, der Block nicht zusammen. Brandt nicht rechtzeitig reingerückt, Ivanovic mit dem Punkt. Barbara Roxana Witzorke. Schlechter Pass auf Beuys, guter Block. Senator, gucken Sie mal. Stehen da bereit, 2:4. Ja, es fehlt ein bisschen der Schwung im Schweriner Spiel. Bei Wiesbaden ist da auch nicht ganz so vorhanden, aber sie machen etwas mehr aus ihren Möglichkeiten. Anna Beuys bekommt den, wollte ihn erst durchlassen, bekommt ihn dann genau auf den Körper und kriegt ihn nicht mehr unter Kontrolle. 2:5. Ja, Ball im Aus. 3:5. Anna Beuys. Guckst du mal mit dem Punkt. 3:6. Natalia
Conque Savard. Wieder auf Anne Beuys gespielt. Anja Brandt mit dem Punkt. 4-6. Anja Brandt jetzt wieder bei der Angabe. Bisher recht erfolgreich. Ivanovic. 4-7. Und Ivanovic jetzt auch bei der Angabe und die Chance, mit 4 Punkten hier in die technische Auszeit zu gehen. Und der Punkt von Patricia Thormann verhindert dies. 5-7. Und Pessinato mit dem Punkt. Thormann ohne Abwehrmöglichkeit, technische Auszeit jetzt. Ja. 5-8 aus Schweriner Sicht. 3 Punkte Rückstand. Noch nicht dramatisch in der ersten technischen Auszeit. Aber man möchte jetzt natürlich auch nicht nachlassen, nicht schwächeln. Das hat man in Suhl schon, das hat den Schwerinerinnen gereicht. Das ist der Moment, wo Volleyball zur Kopfsache wird und das beim Stand von 2-0 nach Sätzen. Gerrit Kaufeld erfolgreich den Block angeschlagen. Burchard in dem Fall. Und Julia Retzler. Guter Ball. Anne Beuys bekommt ihn gerade so rüber und erneut die Chance. Ivanovic und der Punkt für Wiesbaden. 6-9. Mistova. Das Zuspiel von Hanke. Klasse gerettet von Kaufeld. Beuys legt ihn rüber. Jetzt muss der Block stehen. Thomsen, Kaufeld hat ihn immer noch. Anne Beuys, der Punkt für Schwerin. Standing Ovation vom Landesoberhaupt. Das sagt alles über diesen Ballwechsel. 7-9. Berit Kaufeld.
Der Ball ist noch nicht verloren, den hat sie klasse geholt. Regina Burchardt. Ein guter Pass von Hanke war es nicht. Und das muss man noch mal erklären für die, die es nicht wissen. Burchardt mit dem Fuß unter dem Netz durch, das ist erlaubt. Da hat sie sehr viel Köpfchen bewiesen, sehr gut den Ball geholt. Schwerin hat besser reagiert, auch wenn er das Zuspiel von Hanke nicht so gut war. Anne Beuys macht den Punkt für Schwerin. Und jetzt der Punkt von Kuxewa für Wiesbaden, 8:10. Und Denise Hanke gewinnt das Duell am Netz. 19 und sie kommt jetzt selbst zur Angabe. Ten Boys mit einer Ansage, wo der Ball hin soll. Schlechtes Zuspiel von Retzlaff und Witzhorke am Netz. Aufmerksam. Macht ein gutes Spiel, seitdem sie dabei ist. 9:11. Und Patricia Thormann erneut mit dem Anschluss, 10:11. Anne Beuys. Und der war 1A drin. Genau hin, da lässt sie sich feiern. Zu Recht. Gute Angabe von Anne Beuys. Ivanovic zwischen Hanke und Beuys durch. Zwei Feld für Wiesbaden. Dalia, guckst aber bei der Angabe. Patricia Thormann mit dem Hammer. Fast geschlagen, nicht zu verteidigen. Und beim 12:12 kommt die Nummer 12 Anja Brandt zur Angabe. Und den Punkt macht dann die Nummer 12 auf der anderen Seite vom VfB Wiesbaden, Ivanovic. 13:12. Und eben jene Nummer 12 geht jetzt auch aus dem Spiel. Dafür kommt Nummer 8, Josephine Dörfler, zur Angabe. Sehr gut gerettet. Und die Wiesbadenerin gibt sogar 10 Applaus hier in Schwerin. Aber Patricia Thormann macht den Punkt. Und da muss der Öffler auch schon wieder runter. Nur für die Angabe gekommen. Bekommt dafür auch Lob vom Trainer. Aber da geht's mit Patricia Thormann.
Klasse gemacht von Hanke, dass sie den Ball dann noch rüberbekommt. Und der Block ist nicht zusammen und Burchardt mit dem Punkt 14-13 für Wiesbaden. Pizzinato. Berit Kaufeld mit dem Punkt. 14-14. Julia Retzler. Wieder kein gutes Zuspiel von Hanke. Diesmal besser, aber auch guter Block. Und da sind sie sich nicht einig, Hanke und Kaufeld, wer da zum Block gehen soll. Und dann fällt der Ball einfach durch. 14-15. Martina Vistova. Slav mit dem Netzroller. Ivanovic. Punkt für Wiesbaden. Kaufeld im Netz. Kannst du glauben, technische Auszeit Nummer 2. Abklatschen beim VC Wiesbaden. Man ist auf dem Weg zum ersten Satzgewinn in diesem Spiel. Auf einem guten Weg. Bei Schwerin macht sie ein wenig die Nervosität breit. Gar nicht nötig, wir reden hier von einer 2-0-Satzführung. Noch 11 Punkte für Schwerin und wir könnten hier alle ganz in Ruhe Feierabend machen. Aber der VfL Wiesbaden hat da einiges dagegen scheinbar. Denn sie brauchen nur noch 9 Punkte. 14-16 der Spielstand. Klasse gerettet von Thomsen. De Sosa rettet den Ball. Und der Block von Hanke und Kaufeld, der sitzt nicht. 14-17. Jetzt wäre es meiner Ansicht nach an der Überlegung, doch nochmal Tanja Joachim zu bringen. Für Denise Hanke jetzt aber erstmal der Punkt. Für Schwerin 15-17, Berit Kaufeld. Angabe mit Dampf, so die Ansage vom Trainer. Dampf hatte sie. Jetzt der Block von Hanke. Das wird ihr gut tun.
Ah, da hat sie Glück mit Zorke, dass sie das Netz trifft. Dadurch wird der Ball unberechenbar und geht ein Stückchen weiter. Hanke kommt nicht mehr an den Ball, die vor den Ball wunderbar gerettet hatte. 16-18. Hier diesmal Brandt mit dem Glück am Netz. Und der Punkt. Juliane Beuys. Boys. 17-18. Und jetzt kommt Denise Hanke zur Sprungaufgabe. Schlechtes Zuspiel auf Wiesbadener Seite. Und dann ist der Ball nicht mehr zu holen. Der Ausgleich, 18-18. Und Patricia Thormann mit dem Punkt. Und da hat Denise Hanke, jetzt habe ich es einmal gewagt, sie zu kritisieren, die auch ihre ganze Klasse ausgespielt. Es ist diese Wahnsinnsangabe. Und da ist sie blitzschnell am Netz und jetzt gibt es Auszeit für Wiesbaden. Um das noch zu Ende zu sprechen, macht denn ein klasse Zuspiel auf Patricia Thormann zum Punkt für Schwerin. Und die blaue Spielerin, die da sehen. Das ist Erika Cavolo de Sosa, die Libera von Wiesbaden heute. Schon den einen oder anderen Ball rauswischen können. Etwas mehr in Erscheinung getreten wie Lisa Thomsen. Denise Hanke. War Thormann am Block und dann ist er nicht mehr zu holen für Hanke. 19-19. Bitorke. Und Anne Beuys. Mit diesem gemeinen Ball, der runterfällt, wenn der Block schon auf dem Weg nach unten ist. 20-19 für Schwerin. Aufschlag Anne Beuys. Und jetzt soll gleich. Und der Punkt, das Ass erstmal von Anne Beuys. Und jetzt kommt Mira Topic für Julia Retzlaff. Möchte so unbedingt spielen, die Mira. Kroatin im Team ist. Schweriner Sportclubs ist gleich zu weit erstmal aufs Spielfeld gerannt. Die muss natürlich warten, bis Julia Retzlaff zum Wechsel kommt. Jetzt also mit einem zweiten Außenangriff auf Schweriner Seite. Neben Anne Beuys jetzt auch Mira Topic. Ivanovic. Kam Brandt nicht schnell genug hin, um mit Thormann den Block zu schließen. 21-20, Kurzsuppe. Schwache Angabe. Sie sah auch ein bisschen gehetzt aus, so ein bisschen, als wenn sie unbedingt den Rückstand aufholen wollte, sie dafür aber nicht mehr viel Zeit hätte. Aber im Volleyball ist es nicht wie im anderen Sportarten wie Fußball oder Handball. Da gibt es keine Zeit, da zählen nur die Punkte. 22-20. Ivanovic, Klasse von Beuys. Kaufeld drückt ihn mit rüber und jetzt die Chance für Schwerin. Guter Block von Pesinato. Ivanovic erneut.
Topfeld war dran. Mit dem Zuspiel auf Topic. Und der Ball ist noch im Spiel. Topic und der Punkt durch Mira Topic. Nach ihrer Rückenverletzung. 23:20, das Schweriner Publikum erhebt sich und es gibt Auszeit vom Wiesbadener Trainer. Das ist ja so ein bisschen Spielverderber jetzt. Hatte man sich so schön eingestellt im Schweriner Publikum. Aber das lässt sich gar nicht ärgern. Es bleibt einfach stehen. Und genießt dieses Spiel, was gut geführt wurde von beiden Mannschaften. Es war nicht über alle Strecken hochklassig, aber ein ganz tolles Volleyballspiel. Anja Brandt. Ich habe mit Schwierigkeiten mit Anna Ivanovic durch den Block durchgeschlagen. Und Topic gegen den Block von Pesinato und Vistova. 23:21. Ivanovic. Und Patricia Thomas schlägt Burchardt an und es heißt Matchball für den Schweriner Sportclub. Noch ein Punkt bis nach Halle. Und das hören wir uns jetzt hier live in der Arena an. Und Ivanovic wehrt den Matchball ab. Und Pesinato mit dem Aufschlag und Versuch Nummer 2 für den Schweriner Sportclub. Und Mira Topic legt den Schweriner Sportclub ins DVV-Pokalfinale nach Halle. In einem tollen Spiel und im Strich der verdiente 3-0-Sieger der Schweriner Sportclub. Herzlichen Glückwunsch. Das Spiel ist beendet. 3:0 gewinnt der Schweriner SC gegen den VfL Wiesbaden. Bei mir nur die Spielerin Regina Burchardt. Hat nicht ganz für euch geklappt, habt aber ein besseres Spiel geliefert als vor einer knappen Woche. Ja, das auf jeden Fall. Erstmal Glückwunsch an Schwerin. Die haben heute einfach doch ein Stück besser gespielt als wir. Wir haben natürlich aus dem Spiel vor einer Woche gelernt ein bisschen. Aber es hat dann noch ein bisschen gefehlt, dass wir Schwerin stoppen konnten. Schwerin hat heute sehr stark über Position 2 gespielt mit dem Einbeiner, ob es jetzt Patricia Thormann war oder Berit Kaufeld, den konnten wir heute nicht stoppen. Ja, dann ist das nächste Frage ja quasi erledigt. Wie ist die Atmosphäre hier angekommen? Es war eine relativ volle Halle, noch mehr als vor einer Woche hier, als ihr in der Bundesliga gespielt habt. Und der Trainer sagte, es ist kein Problem, Aachen ist schlimmer. Ist das so? Ich würde sagen ja, aber ich fand's gut, ich mag es in vollen Hallen zu spielen, ob das jetzt die Heimhalle ist oder auswärts. Es macht einfach mehr Spaß, unseren Sport dann zu tun und das Publikum war heute auch gut. Und ich denke, Schwerin hat das natürlich auch geholfen heute, zu Hause zu spielen. Ja, ganz bestimmt. Hättet ihr Schwerin schlagen können zu Hause? Ach, das ist schwierig zu sagen, aber Vorteil ist es natürlich schon, alleine die Reise und
Morgen ist Silvester, wäre man natürlich gerne auch zu Hause gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das Programm geht straff weiter. Ihr hattet im Dezember ein Straffprogramm, Januar geht es genauso weiter. Wo geht's hin mit euch, VfL Wiesbaden? Wo wollt ihr hin? Nur die Playoffs oder was stellt ihr euch da vor? Also das erste Ziel ist natürlich die Playoffs und dann das Ziel ist, der Wunsch ist natürlich weiter nach vorne zu kommen, aber da muss man erstmal gucken, in welcher Form wir sind, in welcher Form wer wird unser Gegner sein, aber unser Ziel ist natürlich immer nach vorne schauen und dann ist ein Sieg natürlich in den Playoffs auch Wunsch, natürlich. Ja, der Trainer hat gesagt, Schwerin ist nicht unser Gradmesser, wir spielen unser Spiel, steigern uns von Spiel zu Spiel und dann gucken wir mal, wo wir ankommen. So habt ihr auch gespielt, so hast du es auch gerade gesagt. Wie weit seid ihr noch von eurer Topform entfernt? Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich denke, wir hatten schon ein, zwei Spiele, wo wir deutlich stärker waren. Das war für uns das Spiel in Stuttgart und zu Hause gegen Suhl, was wir ganz knapp 3-2 gewonnen hatten. Uns fehlt manchmal auch noch ein bisschen so dieses Emotionale, würde ich sagen, und dieses Stück Selbstvertrauen noch in entscheidenden Situationen auch den Punkt zu machen einfach. Ja, dann wünschen wir euch frohes neues Jahr. Rutscht gut rein, alle miteinander, kommt vor allen Dingen gut zu Hause an in Wiesbaden und danke für das Interview. Dankeschön. Ja, bei mir nun Anja Brandt, 3-0 im DVV-Pokal Halbfinale. Besser kann man das Jahr nicht abschließen. Na, jetzt sind wir in Halle, haben das Finale und werden reinhauen. Ja, jetzt hast du die Chance, nach dem deutschen Meistertitel noch den Pokal zu gewinnen. Welchen Stellenwert hat der Pokal im Volleyballleben? Oh, also für mich auch sehr hoch. Also dadurch, dass es halt weniger Spiele zum Finale sind, ein bisschen weniger als Liga, weil Liga spielt ja die ganze Saison über, muss die ganze Zeit fit sein. Aber Pokal ist natürlich der Hammer, dass wir jetzt im Finale sind. Das ist super. Ja, für dich persönlich jetzt vom Beginn der Saison an gesehen, dein bestes Spiel heute? Nein. Also würde ich nicht sagen. Also ich finde, wir waren alle heute, haben alle eine Top-Leistung gemacht. Wir waren alle sehr gut, haben unser Ding gemacht und 3-0 gewonnen, gut durchgezogen. Ja, du hast ein sehr erfolgreiches Jahr hinter dir, deutscher Meister geworden Mitte des Jahres. Wir haben es angesprochen, jetzt Pokalfinale. Wo geht's für dich noch hin? Wie viel Motivation hast du, noch weiterzukommen? Na, sehr viel. Also es gibt immer noch Sachen, zum Beispiel nächstes Jahr wahrscheinlich wieder Europapokal oder Champions League. Das ist natürlich gut, da noch doller mitspielen zu können. Das wäre natürlich klasse. Aber wir müssen jetzt halt auch erstmal Pokalsieger werden. Das wird nochmal ein hartes Stück und dann geht es weiter heraus. Ja, ihr habt zwei Möglichkeiten. Stuttgart oder Wilsbiburg? Wen hättest du gern? Ja, mein Favorit ist, glaube ich, gegen Stuttgart, weil wir da auch schon mal gewonnen haben jetzt in dieser Saison. Und ja, ist beide schön. Hauptsache, es wird ein super Spiel. Was ist so der Unterschied? Warst du selber schon mal im Halle zum Finale? Na, ich war nur als Zuschauer da und einfach die Atmosphäre, ich weiß nicht, 12.000 Leute passen da, glaube ich, rein. Ist einfach schön, glaube ich, da zu spielen und sich zu freuen. Ja, also das beste Geschenk zum Jahresabschluss. Ja. Wo geht es für dich persönlich noch hin? Wie weit kannst du dich noch entwickeln? Wie weit ist der Stand noch? Du sprachst an Europapokal. Da müsst ihr noch ein bisschen reinhauen, um da mitspielen zu können. Wie weit seid ihr davon weg? Wie weit bist du davon weg? Ja, also wie man ja sieht, haben wir schon sehr gut mitgespielt. Also wir hatten jetzt ja gegen Frankreich hier zu Hause ein Spiel und haben ein Top-Spiel abgeleistet. Ja, es müssen halt noch so Fehler, so Eigenfehler aufhören, sodass wir das auch schaffen, gegen die zu spielen. Also sie sind halt körperlich sehr überlegen teilweise. Sie haben mehr Sprungkraft, haben ja verschiedene Spielerinnen gehabt. Also ja, und ich an mir arbeiten und dann wird das schon. Ja, dann wird das schon. Dann wünschen wir den guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Erfolg auch für 2012. Vielleicht klappt es ja mit dem Double mit dem Schweriner SC. Ja, danke schön.